Schönen guten Tag, meine lieben Leute, der Schmadi ist wieder hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des SC Frentrop Karrieremodus. Ja, und letzte Folge hatten wir halt ein etwas schwächeres Spiel gegen Borussia Dortmund und haben dieses leider mit 1:4 verloren. Ja, das war halt nicht die beste Leistung. Zuvor halt auch in der Liga gegen Hoffenheim nur ein 1:1. Das heißt, ein Punkt im Global Challenge Cup auch noch bis ins Halbfinale gekommen. Also, das ist nicht so wirklich unsere Saison. Und da werde ich dann natürlich in der Mannschaft so ein paar Wechsel vollbringen. Zum einen werde ich Mustafa wieder nach vorne in den Sturm packen für Uma. Und zum anderen werde ich mal Dustin Fischer, also unseren Fischer, als Rechtsverteidiger hinten reinpacken. Sonst bleibt alles wie gehabt. Und ja, damit gehen wir dann mal in das Spiel gegen den HSV. Und vorher schauen wir uns mal kurz die Tabelle an. Die Hamburger sind Fünfter mit 4 Punkten. Hinter uns nur halt Schalke, Ingolstadt, Mainz, Darmstadt und Freiburg. Alle jeweils 0 Punkte. Ganz vorne Köln mit 9 Punkten. Okay, die haben auch schon 3 Spiele. Die Bayern auch nur mit 4 Punkten. Das heißt, mit einem Sieg kommen wir auf 4 Zähler. Und die wollen wir uns natürlich holen. Die Hamburger natürlich in Blau. Wir werden in Weiß spielen. Diesmal nicht in Rot-Gelb, wie der SC Frentrop traditionell ist, sondern in Weiß, wie man sie noch nie wirklich gesehen hat zuvor. Ja, und ich hoffe mal, dass wir hier den Dreier holen können. Ich habe natürlich lange nicht mehr Karriere gezockt. Dafür auch schon mal Entschuldigung, dass so lange keine mehr kam. Aber ich habe mich ein bisschen musste mich auf Arbeit konzentrieren. Und deswegen kam auch keine Karriere. Und abends hatte ich dann auch keine Lust mehr, weil ich dann einfach zu müde dazu war. Ja. Also wir werden uns jetzt gleich auch erstmal die Aufstellungen anschauen, bevor wir überhaupt reingehen ins Gameplay. Und da sehen wir die Hamburger Raute als Choreo der heimischen Hamburg-Fans. Und wir sehen auch schon René Adler, Pierre Michel, also, und da ist der Trainer des SC Frentrop, Schmadis auf Relais. Im Fokus ist Philipp Kostic. Auf den müssen wir aufpassen auch. Mit der Nummer 17, genau wie auf dem Mann links daneben, mit der 27, Nikolai Müller. Aber jetzt zur Aufstellung der Hamburger mit Adler, Diegmeier, Drews, Bahic, Santos, Jung, Ostrolek, Kostic, halt Hunt, Nikolai Müller und Pierre-Michel Lasogga im Sturm. Dann schauen wir uns jetzt gleich nochmal unsere Aufstellung an, die vom SC Frentrop, obwohl wir die auch schon gesehen haben, aber gehört halt dazu natürlich. Wir sehen schon den Kreis der Hamburger und da im Hintergrund, im Vordergrund die Aufstellung von uns mit Timo, Alex, mir, Kelvin, Fischer, Lee, Marcel, Ritter, Fabian, Paul, Nico, Ala, Justin, Jell, Human und im Sturm natürlich Mustafa. Timo macht unsere Jungs nochmal heiß auf dieses Spiel. Denn wir wollen hier natürlich den Dreier einsacken. Und los geht's. Auch in das Spiel gegen den HSV. Ja, die Hamburger übrigens in Blau von links nach rechts. Wir halt in Weiß von rechts nach links und die Hamburger direkt mit der ersten Möglichkeit Diegmeier, aber Timo passt dann gut auf.
Jetzt können wir vielleicht den Konter setzen, wenn Mustafa den besser gespielt hätte. Wäre der Ball auf Justin Humann angekommen, aber so leider nicht. Damit trägt wieder der Ballverlust. Ah, stark von Nico und Kelvin. Hat gerade so ein Tief und Jung und Alex Ritter. Holt den Ball stark wieder. Jetzt Justin, Nico. Auf den Marcel. Dann einfach auf den Alex. Und was war das bitte für ein Pass vom Alex? Sollte auf Lee kommen. Kam er aber nicht. Skidion Jung. Aus Czolek. Und da ist das 1:0 für den HSV. Und das ist bitter in der 11. Minute. Das ist sehr, sehr bitter. Sehr schlecht verteidigt hier von mir. Sehr schlecht. Aber was will man machen? Ziel ist natürlich nicht abzusteigen und Lee Fischer. Nee. Nun die Frintropper mal mit dem Vorwärtsgang, aber Aaron Hunt kann den Ball mit einer klasse Grätsche noch abblocken. Dann Kostic verliert den Ball aber gegen Kelvin. Das war mal stark gemacht. Gibt Fabi, dritten Marcel, dann Humann. Und da wollte ich es zu schnell machen. Den Ball nach vorne. Und Timo dann mit einer starken Tat. Ecke, die Ecke für Hamburg, Kostic. Doch. Oh. Ja, und ausgerechnet, wenn ich aufnehme, ist der Akku fast leer. Mann. Ausgerechnet dann, wenn ich gerade aufnehme. Vorher. Immer schön voll oder keine Probleme wirklich. Dann nehme ich gerade auf. Ist der leer. Jetzt Nico mal. Über die rechte Seite. Kann in die Mitte spielen. Spiel den auf Fabi. Und dann gibt es den Elfmeter. Dann gibt es den Elfmeter nach einer schwachen Grätsche von Emir Spahic müsste das gewesen sein. Und ja, so ist es auch. Emir Spahic mit dieser schwachen Grätsche. Und jetzt Fabi macht ihn sicher rein. Und damit steht es jetzt 1:1. Durch Fabi hier nochmal. Gegen Adler. Links. Zentral. So halb hoch. Eigentlich gut für den Torwart, doch Adler springt nicht dahin, gut für uns. Somit macht Fabi das 1:1 in der 21. Spielminute und das sollte Sicherheit geben. Denkste. Auf einmal kommt der HSV wieder mit Lasogga, Aaron Hunt und Kelvin dann stark. Da ist er fast in die Hose gegangen. Und dann Ritter, wohin soll der denn gehen? Und dann wieder mal ein Schuss für die Hamburger durch Lasogga. Aber da haben wir mal wieder Glück gehabt. Ritter, Lee jetzt. Das ist wieder Alex Ritter. Das ist Fabi Humann. Auf den Fischer auf. Der auf Nico. Der auf Justin. Marcel Ritter jetzt. Lee ist gerade durchgestartet. Ostscholle. Dann habe ich da nicht wirklich einen Foul gesehen von Fabi.
Aber naja, der Schiedsrichter halt schon. Lasogga wird den Ball wohl nach vorne pölen, so ist es auch. Fabi auf Nico. Und wieder Fabi auf Nico. Der wieder zurück auf den Fabian. Und Justin, aber das war, naja, zuvor der Pass von Fabi. Und jetzt geht Ostscholek durch. Da ist Kelvin hinterher. Und dann mit diesem Schuss die Hamburger. Glück für die Frintropper. Glück. Ritter, der sich gerne mal mit in den Angriff einschaltet, dadurch aber auch meistens hinten fehlt und so, was sollte nicht passieren. Müller, einmal nochmal gut raus spielen jetzt und dann kann es die Kontermöglichkeit geben. Lee. Nico, aber er verliert den Ball dann gegen Douglas, weiß ich nicht. Und dann Nico mit dem Foul, da habe ich auch keinen Foul gesehen vom Nico. Aber der Schiedsrichter anscheinend. Und Lasogga. Oh, Czolek! Und den darf man eigentlich nicht schießen lassen. Die Hamburger. Weil, ja, den Bundesliga-Dino. Mustafa. Man sieht nicht wirklich was. Dass er deutlich besser ist als Umar. Vom Rating her. Aber. Naja. Also zur Halbzeit steht es dann 1:1. Gegen den HSV. Und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit und es kommt Albin Ekdal für Gideon Jung. Ja, Halilovic hätte ja die 23. Hat ja die 23. Mit Lasogga. Ekdal. Geht da drauf, Jungs. An Kelvin. Stark, wie der da zum Kopfball hingeht. Und das ist jetzt stark gespielt. Wollte ich gerade sagen, und Lan Lasogga. Und Fabi, der dann zur Ecke klärt. Und die wird getreten von Kostic von der rechten Seite, aber und Lasogga und Ostscholek. Also wo der den hinschießen wollte, hat, weiß er glaube ich selber nicht. Lee, Marcel, Fabi, Justin, Fischer, Nico. Fischer, Fabi, Alex, Lee, Mustafa, stark den Ball wieder geholt, spielen dann noch Fabian, Nico, das ist Fischer, das ist wieder Fabi, und das ist dann Mustafa, der hier den Freistoß herausholt, auch das aus einer super geilen Position. Einer super geilen Position. Den macht Human. Der Justin. Und der klatscht an den Pfosten. Da wäre Adler chancenlos gewesen. Der klatscht einfach an den Pfosten. Das darf nicht wahr sein.
Der sah schon so gut wie drin aus. Er wollte Justin gerade zum Jubeln abdrehen. War schon bereit. Und dann geht der doch nicht da rein. Und das ist jetzt stark gespielt. Was Spahic, der vorhin den Elber rausgeholt hat. Diesmal mit einer tollen Aktion. Fischer. Und dann wollte ich da nochmal mit Fabi rüberspielen. Hat aber nicht geklappt. Und deswegen kam der dann nicht wirklich aufs Tor, sondern holt sich Adler den Ball. Und das war mal sau stark von Kelvin und der Pass war scheiße von Lee. Nikolai Müller jetzt. In den Ball in die Mitte und da ist Lasogga. Kommt dann vor Fischer an den Ball. Mustafa. Marcel Ritter. Human, das ist dann jetzt mal Lee. Nico und Adler mit einer Glanztat. Und dann ist der Ball irgendwie im Netz. Fabian Paul mit dem 2:1 für SC Fünfer, wie der auf einmal reinging. Keine Ahnung, der irgendwie kommt der Ball da in die, der Ball kommt stark von Human in die Mitte und Fabi einfach mit dem Kopf rein. Und da sieht man, SC Frintrop kann. SC Frintrop will. Und offen war es mal, SC Frintrop wird hier die 3 Punkte einfahren. Man müsste mal langsam wechseln. Jetzt ist ja der perfekte Zeitpunkt. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Uma jetzt auch wieder rein. Und vor allem kommt Lukas rein für De Paul und Human. Rück bisschen zurück, Lukas. Dann halt in die ZOM-Position. Ja, der Fabi braucht auch ein bisschen Pause, den muss ich ja schon mal schonen. Kostic bringt den Ball in die Mitte. Und dann Holtby mit dem Fallrückzieher. Fischer. Nico Ahlert. Ja, ist Lukas direkt mal. Auf Nico. Lee. Philipp. Lee. Da ist dann Uma. Lukas. Und da ist wenn man Fischer mit vorne. Ritter, Philipp, Fischer, Nico. Dann wäre es fast das Eigentor. Fast das Eigentor der Hamburger. Und die Hamburger, die müssten eigentlich jetzt aufmachen hinten. Gewinnen nochmal den Ball, aber verlieren ihn sofort wieder. Und dann dieser Fehlpass. Auf dem Weg nach vorne, der Frintropper. Und den kriegt der Nico nicht mehr ganz. Damit Einwurf für HSV. Douglas Santos jetzt. Kostic. Und Kostic kann einfach da durch. An Timo Fischer. Das ist dann Nico. Und der ist sehr schnell. F
türkischer Human und der hat einfach mal eine Pranke, die der raushauen kann. Und zwar ein Riesenschuss. Fischer, Philipp. Das ist Aaron Hunt. Aaron Hunt auf Juru. Und Timo dann. Und dann pfeift er ab. Und wir holen uns den Dreier beim HSV. Doppelpark Fabi De Paolo. Fabi einfach. Starkes Spiel. 11 Meter. Und wir schauen nochmal auf diesen Freistoß von Human. Von Justin hier nochmal. Wie geht der bitte schön nicht rein? Der war stark geschossen, der hat genau im Winkel eingeschlagen und dann klatscht er einfach gegen den Pfosten. Und hier nochmal den Elfmeter. Fabi, stark. Und dann dieses, das 2-1. Nochmal von Anfang an. Dort Justin rein. Und Fabi dann. Drin. Und die letzte Möglichkeit gab es dann nochmal für Lewis Holtby in der 75. Spielminute. Da. Gegen Nico. Nico versucht ihn dann im Kopf wegzuklären, aber. Ja. Holtby kriegt den Fallrückzieher hin und der Spieler des Tages, na klar, Fabi mit einer 6, mit einer 9,2. Sonst, ja, Mustafa auch noch stark mit einer 7,1, habe ich eigentlich gar nicht wirklich gesehen. Justin war mit einer 8,4, hätte er den Freischuss noch reingemacht, dann wäre er sehr viel stärker ausgegangen. Aber naja, konnten wir uns relativ glücklich schätzen. Und Darmstadt gewinnt 2-1 gegen, verliert 2-1 gegen Dortmund. Bayern gewinnt 3-1 gegen Ingolstadt. Frankfurt, Leverkusen 1-1. No. Und noch ein 1-1. Und Ritter sagt, danke, dass er spielen darf. Und in der nächsten Folge geht es dann gegen den gegen VfL Borussia Mönchengladbach. Also gegen die wird es auch nicht gerade sehr einfach. Da müssen wir auf jeden Fall mit der A11 spielen, also mit der Top 11. Und ja. Vorher gibt es erstmal noch eine Nachricht von Marvin, was die kommende Partie angeht. Und wir schauen nochmal auf die Tabelle, denn wo sind die Gladbacher? Die sind auf 6. Und wir sind auf 13 mit 4 Punkten. Die Gladbacher haben 6. Und die Bayern sind langsam da, wo sie sich wohlfühlen. Ganz oben. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich dann von dieser Karriere, also von dieser Folge des Karrieremodus mit dem SC Frentrop. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Ciao.